Herzlich willkommen hier bei Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Zum zweiten Mal, glaube ich, werde ich heute das höheres Selbstorakel drehen. Und zwar, komischerweise habe ich mir an diesem Tag das schon vor Wochen notiert. Und für diese Woche kam die Botschaft, dass eben am 22. einiges geschieht, direkt nach dem Sommersonnenwende. Und ich meine, ich weiß es nicht, also ich bin hier bei München, aber die Gewitter heute Nacht waren echt gewaltig. Also ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt und mir war auch bewusst, was für Entladungen da gerade geschehen, dass da sich Gewaltiges energetisch auftut. Und das sind alles Prozesse, die dazu führen, dass die Energien, die wir nicht mehr brauchen, unser Leben verlassen. Ja, also auch wenn wir selbst Schwierigkeiten haben, sich davon zu trennen, dass dies auch so geschieht. Wie ihr seht, ihr habt hier drei Pyramiden zur Auswahl. Die sind sogar von der Größe erwachsend. Okay, weiß ich nicht, ob das eine Bedeutung hat, ist egal. Ich werde mir natürlich eine Botschaft erstmal für euch einholen auf der energetischen Ebene und dann werden wir zu den Karten übergehen. Ich habe mir erstmal die erste eingeholt und werde dann mal, weil die war schon, die sind sehr komplex und deswegen hole ich mir nicht alle auf einmal, ja, um das besser zu verstehen und diesen, ja, diese Energie irgendwo nicht zu vergessen. Genau, meine Lieben, bitte wählt die Pyramide, damit wir dann zur Legung übergehen können. Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich viel geschieht. Komischerweise sind sogar meine Kinder beide krank geworden, sodass sie heute auch zu Hause sind. Und am Anfang hat mich das ein bisschen irritiert. Und jetzt weiß ich, dass es wichtig war, dass sie auch bei sich bleiben können für Prozesse, die eben im Außen geschehen. Aber wir haben einfach die Nacht nicht geschlafen und es war echt schlimm, ja? Schauen wir mal. Ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr tiefgehend sein wird. Also bereite dich schon mal darauf vor. Und genau, ich würde mal sagen, wir starten mit der rechten Pyramide. Die zwei fliegen nach oben. Und jetzt sage ich dir erstmals, was ich für ein Bild erhalten habe. Ich habe eine Art Türen wie von in Narnia, falls du Narnia kennst, ja. Also das waren einfach Türen irgendwo im Nirgendwo, die du im Vertrauen durchläufst, ja, also du gehst da rein aus Neugier und Vertrauen und überhaupt nicht von Angst geplagt. Und in dem Moment, wo du in so eine Art Tunnel reingehst, öffnen sich immer wieder irgendwelche Art von, ja, so Schwenktüren. Aber danach sind wieder Türen und wieder Türen. Und du läufst einfach wirklich geradeaus, wissend, dass sie immer aufgehen werden. Das sind keine Türen, die versperren dir die Sicht, ja. Ja, die versperren dir die Sicht. Du weißt nicht, worauf du hingehst, wo du ankommst. Und mit jedem Schritt nach vorne öffnet sich eine Türe. Du weißt aber immer noch nicht, was hinter der Tür ist, weil du noch nächste Türen siehst. Das Schöne war, dass du sehr, sehr entschlossen durchgelaufen bist und am Ende bist du an einem Ort angekommen, an dem nichts ist und alles ist. Und weißt du, was das für ein Ort war? Ein Strand am Meer. Für alle Meerliebhaber, für alle Strandliebhaber, warum lieben wir Meer so? Warum tingeln alle, sobald sie nur die Möglichkeit haben, entweder Nordsee, Ostsee, Baltikum oder Richtung Süden? Warum lieben wir diese Orte eigentlich so? War mir auch gerade nicht so klar.
weil wir dort in Verbindung mit Wasser haben, mit der absoluten Naturgewalt, mit dem, was im Fluss ist, mit dem, was sich so angenehm anfühlt, wenn man da reingeht, mit dem, was gleichzeitig aber auch Gefahren mit sich bringen. Und dieser Ort ist meistens sehr, also natürlich, wenn wir jetzt mitten im touristischen Zeit da landen mit Hunderten von anderen, dann wird das nicht geschehen. Aber letztendlich mit dem Gefühl gehen wir dahin, um dieses Momentum zu erleben, wir und das Meer. Ja, da ist eigentlich nichts. Ja, da wird uns nicht viel geboten. Das, also auch wenn hinten drum jetzt irgendwie Bar ist und keine Ahnung, Party und Verkaufsmeile und super Hotel und was weiß ich. Denn was machen wir denn am liebsten? Wir setzen uns am Strand und schauen wir mal den Wellen zu. Ja? Wir drehen den Rücken zu den ganzen Geschehnissen, die sind am Abend wieder interessant, aber in erster Linie nicht. Und wir konzentrieren uns nur auf das Meer. Das Meer symbolisiert für mich auch die Liebe, die kommt und geht, die ist gewaltig und ist dann mal wieder ruhig, diese Ebbe und Flut und die Emotionen, die Gefühle, die Liebe an sich. Okay. So, welche Botschaft hat das höhere Selbst für dich? Was sind noch Themen, die dich vielleicht noch vor Schwierigkeiten stellen? Was könnte noch die herausfordernde Seite sein? Ich glaube, hier geht es tatsächlich um Vertrauen, dass du noch ja, den Sieg in der Liebe mit dem Wunschpartner erlebst, ja? Da ist jemand, den du sehr, sehr vermisst. Der dir ständig im Kopf rumschwirrt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du den Weg durchgehen musst, um ihn da am Strand anzutreffen. Natürlich energetisch gesehen, ja. Also du sollst jetzt nicht an den Strand fahren und ihn da suchen, ja. Also, ich hoffe, wir verstehen uns, genau. Du wirst durch diesen Weg deine Trauerphasen beenden, ja. Ich habe noch ein Thema hier. Liebe ist kein Wettbewerb. Hier gibt es nichts zu siegen. Aha, okay. Das Sieg ist das Gefühl, in Liebe angebunden zu sein, in Liebe zu sein, diese Bedingungslosigkeit verstanden zu haben. Trautes Herz, trautes Herz, treues Herz, Entschuldigung. Hier geht es um Kommunikation. Heute können viele tatsächlich auch mal Probleme mit Halschakra haben, mit Reden. Ich freue mich, dass ich mir heute viel vorgenommen habe zum Reden. Also viel Reden, das ist ja wie bei Blasenentzündung, einfach viel trinken, damit sich das also säubert quasi. Und hier auch reden, 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 ja. Damit die Probleme im Kommunikation sich auch tatsächlich legen können, damit man damit auch Frieden schließen kann. Ja, bitte, genau das ist das, was ich hier gemeint habe, ne? Partnerschaft, Liebe ist kein Sieg,
Siegestrumpfgeschichte, ne? Es geht hier darum, dass du natürlich sich von der Traurigkeit besiegst, von dem Gefühl, auch Opfer der Situation zu sein, aber dass wir uns eher der Bedingungslosigkeit der Liebe, dem offenen Herzen widmen, als daran denken, dass wir etwas besiegen müssen in diesem Bereich, ja? Genau, es geht hier darauf, offenen Herzen durch dieses Tunnel durchzugehen. Und das machst du auch, also im vollsten Vertrauen. Du siehst lange kein Licht im Tunnel, du siehst lange kein Ergebnis des Weges, aber du sollst weiterhin im Vertrauen verbleiben und sich selbstbewusst aus eigener Entscheidung herausboxen aus den niedrigen Energien der Trauer, vielleicht der Opferhaltung, der Unzufriedenheit, der Enttäuschung, ja, der Enttäuschung, okay? Komme in hohe Schwingung. Konzentriere dich auf Sieg über dich selbst als auf den Sieg in der Liebe oder Partnerschaft, okay? Genau. Also das, worauf es hinläuft, ist ein Neubeginn in eurer Partnerschaft. Ja, und offen und Austausch im Bereich des, also nicht im Bereich, sondern aus dem offenen Herzen heraus. Ja, so. Ich gehe mit dem keltischen Kreuz rein. Ja, damit wir uns das ein bisschen tiefer nochmal anschauen können. Ich mache das tatsächlich mit diesen Karten. Das habe ich letztens mal gemacht, auch für mich. Und ich fand das sehr, sehr schön, wie gut man mit diesen Karten auch den keltischen Kreuz legen kann. Schauen wir mal. Offenheit, ne? Also genau das ist das, was Selbstbewusstsein, ne, das wir hier haben, das Zuhören. Das gab es irgendwie scheinbar nicht. Ja? Da warst du sehr, sehr im Ego-Bereich gefangen. Ich werde die Kamera gleich so stellen, dass ihr auch alles sieht. Dem Himmel so nah und die Magierin. Ah ja, ihr seht eigentlich alles. Super. Also pass auf, ich habe hier als Hauptthema Offenheit und Selbstbewusstsein. Wir sind immer dann offen, wenn wir unserer selbst bewusst sind. Wenn wir wissen, wer wir sind und wenn wir mit uns so zufrieden sind, wie wir sind. Wie immer an Frieda muss ich denken hier, wenn ich dieses Bild sehe. Wir sind immer dann verschlossen, wenn wir was zu verbergen haben. Ja, wenn wir uns unsicher sind und wenn wir über Probleme haben, über unsere Gefühle auch zu sprechen. Ne? Das ist auch die Lösung tatsächlich. Sobald du bist eigentlich schon wahnsinnig hoch angekommen, aber du siehst noch, die Freiheit ist noch nicht angekommen. Ja, da fehlt noch ein Schlüssel dazu. Und der Schlüssel zu dir selbst ist. Die Eva liegt hier. Das ist die Karte in diesem Deck, die darauf hinweist, der absoluten Selbstbewusstsein der eigenen weiblichen Seite, auch der Sexualität, der Fruchtbarkeit, der Schönheit, der innere und äußere Schönheit. Der absolute Verbundenheit mit allem, mit der Mutter Erde und mit der geistigen Welt. Und auch ist das eine Frau, die eigentlich, es hat jetzt mit der Bibel nichts zu tun, aber aus dem Deck heraus, die auch mit den gefährlichen Sachen sehr gut zurechtkommt. Ja, sie weiß auch, mit den gefährlichen Sachen umzugehen, damit sie ihr dienen und nicht sie vergiften zum Beispiel. Ja. Also das ist die Lösung. Was war in der Vergangenheit? Da gab es einen Neustart.
Und meiner Meinung nach, das ist der Moment, also du sitzt hier generell auf einem giftigen Pilz und hast auch hier einen giftigen Pilz als Schirm. Und du hast hier auch die Eva, das ist die Schlange, ne? Also du bist hier umwickelt durch die Schlange am Hals und kommst damit super zurecht. Also ich bin auch ein recht hoher Fan von Homöopathie und das ist die beste Medizin, die zeigt, dass Gift auch heilen kann. Ne? Man weiß ja auch, dass Schlangengift dich zwar umbringen kann, aber genauso dich retten kann. Und das, ja, man könnte das ja ganz, ganz ja, hart zum Ausdruck bringen, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Ja, es ist aber auch so. Ja. Wir lernen durch das Gift in der dualen Welt mit den Themen umzugehen. Und am Anfang ist es so, wenn uns etwas vergiftet, da geben wir die Schuld im Außen. Ja, warum kommt das auf uns zu? Das ist, der ist böse, die ist böse, die Situation ist böse, der war doof, das war doof. Ne? Bis wir merken, dass etwas sich immer wieder abspielt und fangen an, darüber nachzudenken und es umzuwandeln und zum Transformieren. Ja. Wenn wir uns entscheiden, sich diesen Themen zu stellen und sie plötzlich für uns zu nutzen, ja, dann, also quasi so ein Gift als für uns als Medizin nutzen, dann verbinden wir uns noch mehr mit der Natur und hören wir und versuchen wir zu spüren, was die Welt uns so zu bieten hat. Und wie können wir das für uns nutzen? Dann erweitern wir unsere Potenziale. Ja? Das heißt zum Beispiel, ich weiß es nicht, ja, jetzt aus einem ganz einfachen gesagt, früher haben Menschen immer dann, also früher, 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 ja, keine Ahnung, Steinzeit oder so, immer daran erkannt, dass etwas essbar ist, weil es süß war. Wenn es bitter war, dann war die Gefahr sehr hoch, dass dieses halt giftig ist, ja, oder wenn es brannte oder so. Jetzt wissen wir, dass Bitterstoffe auch unfassbar wichtig sind, auch in unserem Essenspotenzial, ja, dass es auch dieses benötigt, ne? Dass es auch Schärfe benötigt, nur alles in Maßen, ne? Alles in Maßen. Wir sollten uns diese Erde nützlich machen und damit stärkst du dein Potenzial. Du bist schon ganz oben angekommen, du weißt nur noch nicht, wie du dieses Potenzial nutzt. Schau mal, hier sitzt du auf diesem Pilz und überlegst, wie kann ich dieses Gift für mich nutzen? Hier bist du schon mal angekommen mit deinem Wissen ganz, ganz oben, ja, an der Spitze des Turmes. Bist zum Elefanten geworden, das heißt wahnsinnig weise, du weißt schon alles, du weißt ganz vieles über dieses Potenzial, was sich hier also ergeben hat. Das, was dir noch fehlt, ist, wie kann ich das im Außen nutzen? Wie kann ich das im Außen verteilen? Wie kann ich das vielleicht mit Menschen teilen? Wie kann ich das im zwischenmenschlichen Bereich nutzen? Ja? Und hier kommt der Moment, wo sich diese neuen Wege plötzlich erweitern. Oder fliegst du und verteilst du dein Wissen, deine Energie, deine Schwingung ganz weit weg. Das fliegt und wird irgendwo den Samen wieder zum Wachsen bringen. Also eigentlich eine wunderschöne Energie, die sich hier zeigt. Du gehst den Weg und wirst da ankommen, wo du ankommen sollst. Letztendlich, egal was wir anfassen, es fängt und endet alles bei der Liebe. Und meistens finden wir die Lösung in den einfachsten Dingen und nicht in den komplizierten Dingen. Und um auf das Wesentliche zu kommen, müssen wir uns in eine Umgebung finden, wo nichts ist und gleichzeitig alles ist. Das komplette Potenzial ist meistens dann, wenn nichts da ist. Und das muss nicht unbedingt mehr sein, ne? Wo passieren solche Dinge, wo wir die besten Informationen erhalten? Toilettengang, Dusche, schlafen, ja. Also da, wo eigentlich nichts passiert, wir total entspannt sind und die Umgebung so gut wie gar nicht wahrnehmen. Ja, genau dann. Also, in der Vergangenheit hast du gelernt zuzuhören
und sich mit der Natur zu verbinden, ja, auf die Impulse zu hören, auf die Zeichen zu hören, auf die Worte, die dich erreichen und plötzlich einen Samen setzen. Ja, das ist super schön. Das gibt dir auch innere Stärke der Verbindung. Ja, das, was am Anfang irgendwie schien, vielleicht Schwachsinn zu sein, vielleicht man konnte dem nicht glauben und plötzlich hat sich das immer mehr gestärkt und du hast gemerkt, wie viel Zuversicht es dir gibt. Ja, aber das ist genau diese Zuversicht, die du brauchst, um durch diesen Tunnel zu gehen und wo ich dich gesehen habe, wie du da durchläufst. Ja, gut, die Lösung haben wir schon besprochen. Wo geht's hin? Es geht um neue Wege zu gehen. Es geht um die Verbundenheit. Du verteilst den Samen, den du hier entdeckt hast, ja, den du hier aufgebaut hast. Du verteilst das in die weite Welt. Das verteilt sich hier, das verteilt sich hier. Ich sehe hier den Frühling, ich sehe hier den Herbst, ja. So oder so, egal was du tust, deine Selbstbewusstsein, deine Offenheit, deine Worte, das, was du von dir gibst und ausstrahlst, verbindet Menschen und nicht nur Menschen, sondern die Welt mit den Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Und auch wenn du dich mehr oder weniger alleine fühlst, willst du dich durch das Wasser und deine gefühlvolle Verbindung auf der energetischen Ebene mit der Menschheit, mit dem Menschen und mit deiner Umgebung willst du dich total wohlfühlen, ja? Und darum geht es ja. Wir sollten nicht um Liebe kämpfen, wir sollten nicht Liebe und Partnerschaft als Sieg empfinden, sondern als ein Geschenk des Himmels, mit dem wir noch zusätzlich gesegnet werden, indem wir bei uns angekommen sind erstmal. Du hast eine Gabe, von der ich gerade gesprochen habe. Schau mal, was du daraus machen kannst. Das kann eine Berufungsart sein, ja. Ich sehe jetzt aus der Berufungsseite etwas, was du den Leuten geben kannst, aus deinem Weg, den du durchgemacht hast, ja. Den Menschen Lösung seine neue Wege geben. Du musst den Weg noch selber durchlaufen, aber anschließend kannst du das mit den Menschen teilen. Okay? Lebensfreude kommt von außen, mehr geht nicht, ja? Also es ist immer so, wie wir in den Wald rufen, so kommt es auch zurück. Du teilst mit den Menschen und die Menschen teilen mit dir, ja? Es wird ein wunderschöner Austausch werden. Und du wirst dich sehr, sehr verbunden fühlen. Ja, also diese Verbundenheit wird mit dir unfassbar viel zurückgeben. Und das ist wichtig, wenn wir was geben an den Menschen, es muss auch was, der Energieausgleich muss stattfinden. Ja. Im Reich der Träume. Wieso im Reich der Träume? Wovon hast du denn Angst? Das, was du Angst hast, ist, dass es sich nie realisiert, ja, dass der Neubeginn, die Gerechtigkeit, die du dir wünschst, dass sie nur in deinen Träumen geschieht, aber nicht in der realen Welt. Und dass du möglicherweise tatsächlich alleine bleibst. Du bist Magierin mit einer enormen Leidenschaft. Ja? Du weißt zwar noch nicht, wer du bist, aber du bist etwas ganz, ganz Großartiges. Und glaube mir, wenn du Magierin bist, dann kannst du dir alles erschaffen, was du möchtest. Ja? Und mit dem Partner, mit dem es auch meiner Meinung nach auf jeden Fall klappen wird, wird es dir klar, was für eine enorme Kraft in dir steckt. Diese Partnerschaft wird aber erst realisiert, wenn du eben den Schritt gewagt hast und zu dir selbst gefunden hast. Okay? Jetzt habe ich aber lange geredet. Gut, aber es war sehr, sehr viel zu besprechen von dem her. Ich hoffe, das nimmst du mir jetzt nicht übel. Ja? Gut, das ist die Botschaft für dich. Von deinen Hörern selbst.
Liebe ist ein Geschenk und nimmt keinen Wettbewerb. Und geh deinen Weg, du wirst der Menschheit noch wunderbar dienen können. Ja? Gut, meine Lieben, wir gehen zu Pyramide Nummer 2. Ich werde mich jetzt mit der Botschaft verbinden und sie mir einholen. Bin sehr gespannt, wo wir da landen. So, meine Lieben, die Botschaft, die ich erhalten habe, kam durch ein Krafttier, der sich gezeigt hat, und zwar Zebra. Ja, bei Zebra haben wir die perfekt verbundene Polarität und Dualität, bei sich Schwarz-Weißes. No? Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass wir jetzt die Welt schwarz-weiß sehen sollten, weil sie extrem bunt ist, aber es geht darum, dass möglicherweise dein Leben von einem Extrem in das andere verläuft und dass dich das vielleicht nervt und dass du gerne ein bisschen mehr Mäßigkeit in dem Ganzen erleben möchtest. Diese Zebra zeigt aber auch, dass es einfach zum irdischen Leben dazugehört. Ja? Dass gute Zeiten, die Abfolge der schlechten Zeiten sind, nach den schlechten Zeiten kommen wieder gute Zeiten. Dass wenn wir aber das als Ganzes anschauen, dass es ein perfektes Muster ergibt. Ja? Zebras sind wunderschön. Wenn wir wünschen uns alle mehr helle Seiten. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass alles im Leben perfekt verläuft, weil dann können wir gleich oben bleiben und gar nicht runtergehen. Genau darum geht es ja, wenn wir auf die Erde kommen und mit der Dualität hier konfrontiert werden, dass wir einfach lernen, damit umzugehen und dass es zu unserem Leben dazu gehört. Das ist ja genauso, das nervt uns alle auch, aber wir haben zuerst eine saubere Küche, dann fangen wir an zu kochen, dann entsteht eine Sauerei, dann wird es gegessen. Also erstmal haben wir eine schöne Küche, helle Seite. Dann fangen wir an zu kochen. Für die manche ist es gut, für die manche weniger gut, entsteht am Ende aber Sauerei. So, dann also dunkle Seite. Dann essen wir, es ist lecker, hoffentlich ist es lecker. Dann haben wir wieder die helle Seite. Ja, und dann kommt erstmal eine längere dunkle Phase, ja, weil wir die ganze Sauerei wieder aufräumen müssen, ja, die Spülmaschine einräumen oder selber abspülen und so weiter. Also, wenn wir das so hinnehmen, dass es einfach ein Ablauf des Lebens, des Tages, der Stunden ist, dann können wir damit besser umzugehen. Und natürlich, ja, es gibt Leute, die Abwasch lieben, und es gibt aber wahrscheinlich 99% der Menschen, die das hassen, ja. Wenn wir nur nicht ändern können. Ja, klar, natürlich, wir können immer auswärts essen gehen, aber auch das ist nicht mehr so einfach. Also mehr oder weniger, es geht um Akzeptanz dessen, was ist, und dass wir lernen, damit umzugehen. Damit werden sich die Polaritäten, die Extremen im Leben legen. Okay? So, dann starten wir. Was ist denn die Herausforderung als Botschaft von deinem höheren Selbst? Das Gefühl, dass alles falsch läuft, ja? Dass es alles irgendeinem komischen Plan folgt, für den du nur mal wenig Verständnis hast, ja? Den du nicht nachvollziehen kannst, ja? Der dir Kraft raubt, der, ja, das, ja, kann ich nachvollziehen, ja, habe ich auch lange gedacht, so, was soll das, ne, diese Frage, was soll das, wieso? Ich hatte jetzt gestern von deiner Schwester eine Info bekommen, also heute, ja, war auch irgendwie ein komischer Tag, gestern habe ich von meiner Schwester eine Info bekommen, die hat eine recht neue Sommerreifen, also erste Saison Sommerreifen, und die sind ja bei der Fahrt, wo wirklich zig Autos vor ihr, zig Autos nach ihr, ist Reifen geplatzt, ja, sie ist irgendwie über irgendwas drüber gefahren, was überhaupt nicht da war, ja, und der Reifen ist geplatzt, gut. Am Nachmittag hat sie dann nochmal eine Info bekommen, dass eine Arbeitskollegin auch noch einen Platten hatte und ein Arbeitskollege nochmal einen Zimrahmen geplatzt, Zahnriemen, genau, ja, gerissen sind. Also, ja, es gibt so komische Tage, ja,
Aber ich sage immer nur, solche Sachen passieren, um irgendwas zu zeigen, ja? Also, ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich überhaupt kein Geld. Also, abgesehen davon, dass ich ja sehr niedrig geschwungen bin zu den Zeiten, also am niedrigsten, glaube ich, in meinem Leben. Und es ist egal, wo ich geparkt habe, ich habe mein Ticket bekommen, ja? Ich hatte bis zu einem Monat bis zu 500 € Tickets kosten. Ne? Und das war auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich muss energetisch was ändern, obwohl ich damals noch gar nicht so weit war. Aber ich habe mich damals mit dem Thema schon auseinandergesetzt, weil ich gewusst habe, das ist, ich bin kein Pechvogel, ich bin totales Sonnenkind, ja. Und ich wusste, das stimmt irgendwas nicht. Ich muss das jetzt ganz schnell ändern. Habe ich natürlich auch gemacht. Okay, wir haben hier kein Zebra, aber wir haben hier eine Giraffe. Die Giraffe ist natürlich auch gestreift. Und letztendlich geht es darum, dass du nachdenken sollst. Ich habe hier 44 und hier habe ich 8, also 8 und 8, dass das nicht falsch ist, sondern das gehört dazu. Jeder erlebt es auf seine Art, andere Art und Weise. Wenn dir sich das Zebra gezeigt, also klares Schwarz-Weiß, sehr große Extreme, Polaritäten, ja. Bei der Zebra ist das vielleicht der Übergang nicht so heftig, dafür sind die Flecken größer, ja. Weiß man nicht, gut, schlecht, wir wissen es nicht, ja. Aber jeder hat das auf seine Art und Weise, das gehört zu dem irdischen Leben, kann es nicht ändern, akzeptier es und lerne damit zu leben, okay? Ja, und dann habe ich noch so einen gepunkteten, was ist das jetzt nochmal, Jaguar oder was, ja? Der ist auch gepunktet, ja? Und trotzdem. Wir kommen, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigenen Punkte, die er zurücklassen muss, von denen sich trennen muss, von den, ja, was auch immer, jeder so, hat so seinen Weg, die eigene Transformation, aber alle kommen ans Ziel, okay? Kann sein, dass bei dir in der Liebe, also was, ne, es dreht sich alles nur um Liebe, dass bei dir bei zwischenmenschlichen Beziehungen oder in Liebesbereichen, dass immer wieder was schief geht. Jedes Mal, wo du denkst, du kannst dich jetzt ausruhen, hinsetzen und einfach nur mal genießen, dann geht irgendwas schief, ja? Und da denkst du drüber nach, was ist das für eine Strategie? Wo sind die Geschenke? Wo sind die hellen Seiten des Lebens? Wann kommt etwas Schönes endlich mal auf mich zu, was mir Kraft gibt und nicht nimmt? Ja, also da gibt es irgendein Thema, was dich irgendwie stark belastet. Ja, und da denkst du drüber nach, wie kriege ich das hin, dass diese dunklen Phasen in mein Leben nicht kommen? Das wird nur schön und transformierend und Neubeginn und darüber machst du dir Gedanken. Ja, und die schicksalhafte Veränderung in deinem Leben wird erst dann eintreten, wenn du akzeptierst, dass jeder einfach seinen Weg zu laufen hat. Und das ist das, was du dir ausgesucht hast. Und so schnell wir uns in unsere eigene Situation wiederfinden, unseren Platz finden und uns bis zum Meistern, bis zum Herrscher entwickeln, in diese Situation zu, die Situation zu beherrschen und in der zu funktionieren, umso schneller kommen wir voran. Ja? Ständig zu denken, das Gras ist grüner woanders und nicht bei mir, wie ich in meinem Garten. Nirgendwo gibt es so viel Unkraut wie bei mir im Garten, nervt mich tierisch. Ich werde aber nur darauf aufmerksam, ja. Das ist ganz schlimm, ja. Dann kommen wir nicht voran. Da wird die Liebe zu unserem Garten nie so groß, wie sie sein sollte. Menschen sind Überlebenskünstler. Wir können uns jede Gegebenheit und jede Situation so anpassen, dass wir mehr oder weniger überlebensfähig sind.
Das hat die Geschichte gezeigt, in welch schlimmen Zeiten Menschen gelebt haben, und die haben es immer geschafft, das menschliche Wesen so weit aufrecht zu erhalten mit der, ja, mit den Neugeburten und so weiter, dass diese Art, Wesenart nie ausgestorben ist, ja. Das heißt, wir haben unfassbare Überlebensmöglichkeiten und Fähigkeiten und Talente in uns, wenn der Wille da ist, in eine aussichtslose Situation das Beste draus zu machen. Und wann geschieht das? Wenn wir aufhören, die Schuld im Außen zu suchen. Das ist der typische gehängte Situation, ja. Ich bin einer Strategie ausgesetzt, die ich nicht verstehe. In welcher Matrix lebe ich denn eigentlich? Ja, was machen die denn mit mir? Ich habe doch überhaupt gar keinen Einfluss auf mein Leben. Ja, das stimmt genau nicht. Und wir bleiben in den Gehängten so lange, bis die nächste Karte kommt. Und das ist die Karte der Transformation, der Todeskarte, Karte des Skorpions. Damit wir endlich verstehen, welchen starken Einfluss wir auf unser Leben haben, dass wir der Schöpfer sind, ja. Dass das, was im Außen geschieht, nur das Ergebnis ist des unseren Inneres, und dass wir aber das unsere Innere eindeutig beeinflussen können, ja. Und erst dann, sobald wir uns nicht zum Opfer der Situation machen, kann so ein Rad des Schicksals sich positiv für uns drehen. Der Weg könnte schwer und beschwerlich sein. Ich sehe hier sehr viele dunkle Karten, aber auch zwei sehr positive. Du wirst die Dunkelheit verlassen. Du wirst das Potenzial wieder erkennen, der Situation. Und dann wirst du wieder in dunkle Phasen eingehen, und dann kommt wieder Helligkeit. Das ist nur mal ein Up and Down. Du wirst ans Ziel kommen. Fakt ist, dass das genau deine karmische Aufgabe ist, die Herrschaft über dein Leben wieder zu übernehmen und selber die Zügel in die Hand zu nehmen und das vorwärts zu ziehen, ja, ohne, das klingt jetzt komisch, was ich sage, ohne jetzt wieder ins andere Extremum zu verfallen, ja. Also hier habe ich das gedacht, du denkst, ich bin in eine Matrix gefangen, die über mich entscheidet, also sehr technisch, sehr überlegt und so weiter. Und dann könnte sein, dass du wieder in so ein Ritualwesen verfällst, wo du dann, keine Ahnung, den Mond anbettelst, was du ja tun kannst, zu Vollmond, zu Neumond. Ja, das sind sehr, sehr starke Energien. Aber es geht ja nicht darum, dass du das vergötterst und die Macht quasi nicht an die Matrix abgibst und die Schuld dann später auch und dann wieder in Ritualleben verfällst, sondern es geht ja darum, dass du die Macht immer noch bei dir hast, nur die Energien, die dieses Mond dir gibt oder dein Seelenplan, die du als Strategie empfindest, dass du das für dich nutzt, um voranzukommen. Okay? Also hier bitte aufpassen, nicht aus einem Extrem in das andere zu verfallen. Okay? Sonst verlängerst du unnötig deinen Weg. Genau, da ist die Warnung von dem Hierophanten: aufpassen, nicht die Polaritäten zu stark auszuleben. Beides für sich nutzen und versuchen, so zu balancieren auf diese Leine, damit du das Beste für dich rausholst. So, das schieben wir jetzt ein bisschen nach oben. Na, komm jetzt. So, damit ich hier genug Platz habe für die Karten. Die Schöpferin, genau. Was habe ich gesagt? Du sollst dich wieder zum Schöpfer machen und die Zügel in die Hände nehmen, okay? Magierin ist auch genau das Gleiche. Zu verstehen, dass es göttliche Wege gibt, dass es Seelenwege gibt, dass das alles irgendwo in den Sternen geschrieben ist, dass das genau deine Lebensreise ist. Aber letztendlich, wir müssen das hier irdisch leben. Ja, da hilft nichts. Die Verbundenheit, ja. Okay, also letztendlich solltest du das Leben einfach als eine Entdeckungsreise nehmen, indem du Geheimnisse entdeckst. Ja, es geht nur darum, dass du das als Spiel nimmst. Das ist nichts, was gegen dich wirkt, sondern das ist etwas, was
womit wir lernen müssen, damit umzugehen. Ja, dein Vertrauen in der Vergangenheit war etwas gedämmt. Ja, dein Vertrauen wuchs immer dann, wenn dich jemand entweder an die Hand genommen hat oder du jemanden Starken an deiner Hand, an deine Seite hattest. Ja, ansonsten alleine deine Selbstbewusstsein, sage ich mal, war nicht so toll. Du hattest das Gefühl, dass die Welt ja mit dir macht, was es will, so wie gestern dieses Gewitter, was da geweht hat. Ich habe gedacht, unser Haus wird hier nicht mehr stehen am nächsten Tag. Dass es halt mit dir macht, was es will. Ja, je nachdem, ob es vom Westen oder von Osten kommt, ja, dann wirst du halt so geschoben. Das ist halt so das Gefühl aus der Vergangenheit. Neue Wege, die du eingehen sollst, solltest du verstehen, was deine Lebensreise ist, dass es in den Sternen geschrieben ist, dass es eigentlich schon deine Seele weiß, wo es hingeht. Und jetzt geht es nur darum, dass du den neuen Weg für dich findest, ja. Aber da musst du dich total auf dich konzentrieren, da musst du dich mit der Natur auch verbinden, diese Zeichen, die du von oben bekommst, zuhören, nicht zuhören, sondern sehen, zu verstehen, aber auch zu hören, ja. Und nicht nur zuhören mit deinen Ohren, sondern auch zuhören mit deinen, mit ganzen deinem Körper, ja, dieses, keine Ahnung, Gänsehaut-Feeling, plötzlich irgendwie tut dir das Knie weh oder plötzlich irgendwie sticht es im Rücken, ja, das sind alles Ergebnisse von irgendwelchen Gedanken. Also wenn sowas passiert, dann überlege sofort, was habe ich gerade gedacht? Ja, was war gerade das Thema? Warum, was sollte mir das sagen? Ja, dann überleg mal, rechte, linke Seite, Verstand oder geht es hier um Emotionen? Ja, geht es um die männliche Seite und um die weibliche Seite? Yang und Yin, soll ich jetzt weniger denken, vielleicht mehr fühlen? Ja, Vaterseite, Mutterseite, keine Ahnung. Ne? Also das sind alles Signale, die wir bekommen, auf die wir achten sollen. Ja. Also das heißt, es geht um neue Wege, zu denen du dich entscheiden wirst. Du wirst dich zu den entscheiden und es wird dir enorme Hoffnung geben. Ich sehe hier, wie du mit mehr oder weniger verschlossenen Augen in die Zukunft gehst, mit einer Offenheit für das Neue. Dem alten Leben wirst du den Rücken zudrehen. Du wirst wissen, dass das Schlimme, was passiert ist und was noch passieren wird, dass das einfach dazugehört, ja. Das nutzt du jetzt für dich wie ein Pferd. Da sitzt du drauf, als ob du gleich rausreiten möchtest, ja. Und damit verwandelst du dich in die Eva. Die Eva hier auf diesem Bild, das ist eine, die wahnsinnig mit dem Leben, den Naturwesen auch verbunden ist. Ja, die hat die Schlange als Kette und irgendein, weiß es nicht, irgendwas Wasserartiges, also was im Wasser lebt, halt irgendwas als Kleid. Also sie besteht aus der Natur, ja. Wir sind nun mal Natur, nicht umsonst hat sich auch das Zebra gezeigt, also als Krafttier, ja. Du bist scheinbar sehr stark mit der Natur verbunden hier, okay. Was von außen kommt, ist bedingungslose Liebe. Das finde ich wunderschön, weil das bedeutet, dass dir sehr viel Gutes eigentlich gegeben wird. Also bedingungslose Liebe in dem Fall fühle ich das so, dass du genauso genommen wirst, wie du bist. Das Tempo wird anerkannt von oben. Es ist egal, was du denkst oder was du gedacht hast. Es wird nichts Nachtragendes geschehen. Es wird einfach nur, du wirst akzeptiert, so wie du bist. Und wirst herzlich willkommen auf deinem neuen Weg, ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Vergangenheit ist nicht wichtig, es geht nur darum, welchen Weg du vorwärts gehst. Okay? Du hoffst, dass du irgendwo nicht in Stocken kommst, dass du offen bleibst, dass du dich darauf einlässt, dass du dem Vertrauen gewinnst, dass du die Transformation durchläufst und so weiter. Und ich bin wirklich sehr, sehr davon überzeugt, dass du es schaffst. Die langfristige Karte geht es um Geheimnisse. Du wirst noch sehr, sehr viel entdecken, wenn es darum geht, das spirituelle Leben mit dem irdischen zu verstehen und zu verbinden. Du hast noch deine karmischen Themen hier zu lösen, ja. Du wirst noch viel, viel über dich erfahren, wenn du dich auf dieses Abenteuer und Entdeckungsreise einlässt. Und ich bin mir sicher, dass es sich lohnt.
Okay, also das ist so die Botschaft, lass dich darauf ein. Verstehe diese Höhen und Tiefen. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt zum zweiten Mal muss ich daran denken, weil ich auch vorhin ganz am Anfang von Mäßigkeit gesprochen habe. Vielleicht bist du auch tatsächlich Schütze und es stört dich ungemein, weil die Schützen mögen diese Aushänge nach oben und nach unten nicht. Sie wollen eigentlich meistens eben in Mäßigkeit ihr Leben fortführen. Ja, das könnte so ein Trigger sein die ganze Zeit für dich. Oder hast du möglicherweise einen Schütze irgendwo stark in deinem, in deine Platzierung? Ja. Gut, dann lassen wir uns jetzt auf das dritte, auf die dritte Pyramide. Ich bin sehr gespannt und bin gleich für euch da. So, bei der dritten Pyramide habe ich als Bild erhalten, wir haben sogar den Baum hier, ne? Und ich habe es zwar nicht wahrgenommen, aber es passt halt gerade. Ich habe nur ganz nahe Aufnahme wahrgenommen vom Adlerkopf. Und vor allem von seinen Augen und von seinem Schnabel. Aber die Augen waren extrem präsent, sie waren sehr wach. Der Adler natürlich ein sehr, sehr starkes Krafttier auch. Und hier geht es aber generell darum, dass du den Überblick hast, ja? Dass du sehr wach bist aktuell, dass alle deine Sinne sind wirklich auf 100% mehr oder weniger. Dass du die Situation überblickst, dass du die, du weißt, was dich nährt und du weißt, was du dafür opfern musst, um diese Nahrung zu erhalten. Der energetische Ausgleich ist, frag mich nicht, warum ich das sage, gerade auf Minimum und auf Maximum ausgeprägt. Minimum Schaden zufügen, Maximum an Nahrung erhalten. Das ist ja alles ganz komisch. Na gut, man könnte ja auch sagen, wenn ich zum Beispiel für euch jetzt ein Reading mache, ja, dann habe ich einen Energieverlust und bekomme den Energie rein durch euer Bezahlung, ja. Wenn ein Tier, also wenn so ein Adler eine Maus auf dem Feld sich holt, dann geht es darum, dass er Minimum Schaden einrichtet, aber Maximum für sich Nahrung holt, ja? Schauen wir mal. Mich halt ein bisschen stutzig gemacht. Da bin ich nicht länger geblieben, aber ich kam. Naja, gut, schauen wir mal, was noch mit den Karten kommt. Dieser Blick war nicht freundlich. Ich finde auch tatsächlich, ich bin kein Fan von Greifvögel, von, ja, weil sie einfach nicht freundlich gucken. Ja, es ist nun mal so. Aber das ist bei allen mehr oder weniger Tieren, die die Fleischfresser sind, ja. Ich war jetzt auch mit meinen Kindern in Dinoland, in Schloss Thüssing, in Bayern hier. Und das war auch ganz klar, ne? Da musste man nicht lesen, da wusste man sofort, was hier Fleischfresser, was hier Pflanzenfresser ist, ne? Das siehst du schon im Gesicht. Okay, was ist denn deine Herausforderung hier? Was ist die Botschaft? Du darfst dir Ruhe gönnen. Du darfst dich ausruhen. Ja, dieser Blick war wahnsinnig wach, ja. Vielleicht hast du wirklich schon deine Höchstebene vorerst erreicht und darfst dir erstmal Ruhe gönnen. Ja, sich einfach entspannen, sich auch der Liebesenergie wieder widmen, aber im Sinne von auch sich dafür selbst zu lieben, ja, was man erreicht hat. Ja, du darfst jetzt wieder dir selbst Zeit gönnen, sich um sich selbst kümmern. Chaos und Konflikt. Die Karte habe ich eigentlich erwartet bei dem vorherigen, bei der vorherigen Legung. Weil hier das Zebra abgebildet ist, ja. Aber eigentlich ging es hier darum, dass die Zebra hier entdeckt wird und nicht, und du warst schon Zebra, okay.
Chaos und Konflikt und Beistand. Ja, also du hast scheinbar sich wirklich sehr durchgekämpft, transformiert und jetzt darfst du eigentlich Ergebnisse erwarten. Ja, hier gibt es nichts, wo du jetzt, also du darfst dir wirklich Ruhe gönnen. Hast du damit ein Problem? Ja, du bist sehr beständig und jetzt darfst du langsamer machen, ja? Du hast dich jetzt möglicherweise auch tatsächlich verausgabt. Jetzt muss ich überlegen. Also hier geht es um Folgendes. Du hast sehr viel Arbeit in dich gesteckt und hast dich irgendwo verausgabt. Und jetzt geht es darum, dass du dir Ruhe gönnen sollst und sich auf dich selbst konzentrieren sollst. Indem du dich selbst auf dich selbst konzentrierst, geht es aber darum, dass du Zeit und Energie und vielleicht auch Geld und was auch immer für dich einforderst, was wiederum möglicherweise dazu führt, dass andere zu kurz kommen, das tut dir weh. Verstehst du? Wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich habe tatsächlich jetzt sehr viel gearbeitet an mich und was weiß ich, was ich alles gemacht habe und jetzt, ja, ich möchte mir zum Beispiel, keine Ahnung, 5 Tage allein Urlaub gönnen, aber ich kann hier nicht alle und alles einfach stehen lassen und alleine Urlaub fahren, das geht ja nicht. Irgendwie sowas ist das. Chaos und Konflikt. Dein neues Ich wird hier in deinem Umfeld möglicherweise etwas durcheinander bringen. Und gleichzeitig sehe ich dich aber wahnsinnig stabil mit dem, es ist so, ich kann es nicht ändern, ich stehe dazu, wie es ist und wie ich bin und was ich jetzt brauche. Und das wird dein Schicksal auch verändern. Darum geht es ja hier. Ja. Sie stehen dir auch bei, die unterstützen dich auf diesem Weg, ja. Also falls du nach Unterstützung suchst, dann wisse, dass das kommt, ja. Wenn du es brauchst, dann kommt es auch. Es könnte sein, dass dies dazu führt, dass der eine oder andere dein Leben verlässt, ja. Aber du wirst auch gleichzeitig merken, wer den Abstand zu dir dann gewinnt. Und wer sich dir nähert und zu dir steht, ja, da wird sich in deinem Umfeld auch das ein oder andere durchsieben, okay? Okay, schauen wir mal. Lebensfreude, Magie der Nacht. Okay. Alles ist gut. Das ist schon mal eigentlich die beste Karte ever, ja? Okay, der passende Schlüssel, ja.
Ich habe das Gefühl, dass du eine Person bist, die tagsüber sehr viel Lebensfreude ausstrahlt und das versucht sie in irgendeine Form an die Menschen oder in ihrer Umgebung oder an das Umfeld, in dem sie lebt, welche Form auch immer weiterzugeben. Ja? Also das ist eine sehr positive Person, die wirklich eine unfassbare Energie ausstrahlt. Gleichzeitig sehe ich, dass du nachts enorm bearbeitet wirst vom Universum, ja, dass dir da immer wieder die Weisheit eingeprägt wird, dass du da sehr beschützt wirst, dass da Sachen passieren nachts. Also wenn du nachts jetzt irgendwie nicht schlafen kannst oder da Schwierigkeiten hast oder komische Träume aktuell hast, da kann das ganz gut damit zusammenhängen, ja. Das ist auch schon in der Vergangenheit so gewesen, ja. Diese Verbundenheit mit dem Universum hast du mit Sicherheit auch schon in der Vergangenheit gespürt, nur hast du gedacht, sind nur Träume. Und das hast du eh als Spaß und Abenteuer wahrgenommen. Aber glaube mir, da ist es viel mehr. Ja, da ist es viel mehr. Das, worum es bei dir aktuell geht, ist, ich glaube, das ist wirklich. Ich habe hier, glaube ich, jemanden, eine Gruppe erwischt, die unfassbar hoch in ihrer Entwicklung ist, ja? Wo es wirklich um die letzte Stufe geht. Und was ist die letzte Stufe des Lebens der bedingungslosen Liebe auf der Erde? Ja? Wir gehen durch sehr, sehr viele Stufen, wo es dann erstmal ganz niedrig darum geht, die Ängste und Unsicherheiten abzulegen, ja. Und dann irgendwie erstmal Mut zu fassen und sich zu öffnen und die Verbundenheit mit allem zu spüren. Das sind ganz viele Stufen, die man so durchläuft, ja. Und ich glaube aber, dass du mittlerweile so weit bist, dass es wirklich um den allerletzten Punkt bei dir geht. Und zwar die bedingungslose Liebe, die es am schwierigsten ist, hier zu leben, ja. Also ich glaube, für mich jetzt wirklich so die am meisten entwickelte Personen hier auf der Erde, die man so kennt, ist so Mutter Teresa, so ein Dalai Lama, ja. Das ist auch ein Stadium, wo man den Körper nur noch als Medium nutzt, um zu kommunizieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ja. Wo man da gar keinen Bezug mehr dazu hat. Genau. Und hier geht es darum, sich auf dieses Thema nochmal einzulassen, sich dafür zu entscheiden und im Vertrauen darauf zu gehen. Du bist im Vertrauen, du weißt, dass hier nur gute Sachen ablaufen, dein Bewusstsein weiß, alles wird gut. Du spürst, dass hier noch ein Wandel anstehen wird, ja, und dafür wirst du Kraft brauchen. Deswegen sollst du dich jetzt ausruhen, sich auf dich konzentrieren. Hier geht es noch um deine Herzensenergie. Mal siehst du das positiv, mal negativ. Das ist jetzt in der Zukunft noch ein bisschen so ein Hin und Her. Vom Außen kriegst du immer wieder die Bestätigung, dass du eine Schöpferin bist, dass du das drauf hast, dass du das kannst, dass das eine Gabe bei dir ist, ja, die du ausleben sollst. Für dich ist das ein Rosengarten, ja. Mal schön, mal scheiße. Ich mag Rosen nicht tatsächlich. Ich mag auch keinen Rosengarten, ja. Ja, manchmal, wenn so Gartenvorschau ist und so weiter, dann kann man das ja auch irgendwo sehen, auch wirklich schön gepflegte Rosen. Aber für mich ist das alles den Aufwand nicht wert. Genau, also die meisten Rosen, und ich habe auch eine in meinem Garten, das, was sie bringt, macht es nicht wieder gut, was ich bei der Pflege jedes Mal da gestochen werde, ne? Aber es ist egal, das ist meins, ja. Also, und das ist genau die Frage, das ist, wie du siehst, das ist eine Hoffnung oder Angst. Wird das wirklich ein schöner Rosengarten oder wird das eh so diese schmerzhafte, sehr viel Aufwand, wenig Ergebnis, ja? Du wirst mutig, du wirst den Weg gehen, du wirst das Risiko angehen und den passenden Schlüssel finden. Und das ist jetzt ganz wichtig, ja? Die Leute, die genau dieses erleben, die können dann den anderen Menschen sagen, was das bedeutet, wie es ist, wie lebt man das auf der Erde. Und diese Menschen, von denen brauchen wir viele. Ich hoffe, dass sich hier viele wiederfinden.
weil das hier wirklich um die Höchstebene geht. Okay, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch was gegeben. Es waren drei ganz unterschiedliche Geschichten hier und ich hoffe, es war auch etwas für dich dabei. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch alles Gute. Toi, toi, toi. Jetzt haben wir voller Stunde voll gemacht. Das ist ja Wahnsinn, war mir gar nicht bewusst, ich bin da so weg, ne? Tschüssi!